Ja, ich heiße dich wieder ganz herzlich willkommen zu einem neuen Part bei Familie Thompson. Du siehst unsere Teenies schon. Oh, und jedes Mal, wenn ich die sehe, fühle ich mich richtig so. Kennt ihr das, wenn ihr auf irgendwas freut und so ganz hibbelig so seid? So fühle ich mich, wenn ich die zwei immer sehe. Oh Gott, ich finde die beiden sind super süß. Die Folge. Ich nehme die Folge jetzt gerade auf, wo die andere noch nicht draußen ist. Das heißt, ich habe immer noch keine Ahnung, wie ihr auf die beiden reagiert, was ihr zu ihnen sagt. Auf jeden Fall ist heute ihr allererster Schultag. Wir lassen die erstmal alleine in die Schule gehen, aber wir lassen die beiden jetzt erstmal in die Schule gehen. Wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß, dass ihr einen super schönen ersten Schultag habt. Und wir freuen uns dann, wenn ihr euch später. Ja, wenn ihr wieder da seid. So. Und hier unsere kleine Stinky Maus, die ist gerade ein bisschen traurig, aber ich liebe sie über alles. Das ist so, die ist so süß. Unsere kleine Raven. Aber auch unsere kleine Summer bei Familie Winter. Die ist genauso süß. Und unsere Sherry und unser Kupi, die sind alle so süß. Ich finde die Toddler so süß. Oh, ich kann es nicht oft genug sagen. So. Wir gehen heute mit dem Shane auf die Arbeit. Habe ich mir heute so überlegt. Ich dachte mir, komm, nach dem ganzen Zuhause sein, das machen, Geburtstag, gehen wir mal mit ihm allein auf die Arbeit. Einfach, dass wir ihn auch weiter in seiner Karriere fördern. Und er hat die Leistung zur Beförderung voll. Aber wir müssen noch zwei Fälle lösen. Da hängt, das macht, kann man halt immer nur aktiv mitmachen, was ich ein bisschen schade finde. Okay, Shane. Shane hat gerade das Ding gefüttert. Ich zeige euch einmal ganz schnell die Zimmer von den beiden. Amys Zimmer und April und Shane Zimmers kennt ihr schon und das von der kleinen Mausi auch. Dann wie das Badezimmer. Und das ist dem Jaxie Boys sein Zimmer. Ich habe wieder mit dem Plateau gearbeitet, weil ich muss sagen, das ist so cool. Ich bin so froh, dass die das mit reingenommen haben. Das ist eigentlich total krass, aber ich finde es so cool, man kann so viel mitmachen. Es hat alles so. Dass er halt alles braucht. Ich möchte so ein bisschen, dass er so in diese Technik-Karrierebereich geht. Deshalb hat er so einen coolen PC aus zwei Monitoren. Finde ich total geil. Und habe halt, ja, das, was so ein junger Mann in der Teenager, in der Pubertät braucht, reingemacht. Seine Freundin könnte rein theoretisch mit hier schlafen, wenn er dann eine hat. Und ja, und dann haben wir hier der Kate ihr Zimmer. Sie hat auch mit Plateau. Finde ich sehr süß. Gut, das ist das Mädchenzimmer. Da kann man immer viel mehr dekorieren. Ich denke mal, wenn ich im Jackson sein Zimmer so gemacht hätte, der hätte, glaube ich, keine Lust drin zu schlafen. Aber okay, ist ja nicht schlimm. Und habe ihr halt auch ein bisschen Deko hingestellt. Ich bin ja so eine Dekotante. Sparschweinchen haben sie beide für die Zukunft. Und ja, sonst hat sich eigentlich nicht viel verändert. Ich glaube, ich habe noch so eine Platte oben drauf geknallt. Glaube ich bin mir unsicher. Das hatte ich, glaube ich, schon gezeigt, dass wir jetzt hier so eine coole Hängematte haben. Und ja, ich habe die eine. Dings rausschieben, deshalb steht jetzt hier die Couch, die muss ich dann später noch austauschen. Aber jetzt haben wir genug gequatscht, wir machen jetzt hier ein bisschen vorwärts. Du könntest mal eigentlich alle Tiere, die rausgehen können, mal Gassi gehen schicken für 60 Minuten. Dann haben die nämlich ihren schönen Spaziergang schon. Inja und dann die zwei Kleinen können ja, die vier Kleinen können ja dann darüber, wobei das sind schon zwei Kleider gerade auf dem Klo. Deshalb lassen wir die jetzt mal gehen. Wie süß. Hier Shane streichelt die beiden kleinen Ball. Wir haben hier übrigens den Muffin und die Amy. Wir haben, ich glaube, drei Jungs und ein Mädel, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und ich bin so hin und weg von den Süßen. Also wirklich, Tesoro und Simba haben super Gene. Und natürlich die Mamis natürlich auch. Ohne die Mamis wäre es ja gar nicht nötig. Und hier haben wir unseren. Nee, das ist die Amy. Hier haben wir Nougat. Ich fand die Namen so geil. Ich hoffe, sie gefallen euch. Und wenn nicht, können wir ja da immer noch reden und ein bisschen was anpassen. Aber ich fand die Namen echt cool. Na, Shane? Ach so. Habe ich total vergessen zu zeigen. Ich war. Mit der Emmy bestimmt eine halbe Stunde, eine Stunde. Ich weiß nicht, ich habe da nicht so ein Zeitgefühl, wenn ich im Cass unterwegs bin und nicht irgendwie eine Aufnahme habe, wo ich dann schwarz auf weiß habe, wie lang das war. Ich habe mit ihr viel im Cass, habe zig Haare. Alles, was ich an Haare habe, habe ich ihr draufgeklatscht, habe geguckt, ob es ihr irgendwie steht.
Und ja, unsere Emmy hat eine neue Frisur. Sie hat ein bisschen kürzere Haare. Und ich muss sagen, wow. Also, ich finde, ein Skin habe ich ihr nicht drauf geklatscht. Sie hat ihren leichten Skin. Aber ich muss sagen, was das ausmacht, wenn Sims eine andere Frisur bekommen, also finde ich zumindest, dass das ein Weltunterschied ist, wie die dann aussehen. Das ist der Hammer. Und ich würde jetzt auch einfach mal so sagen, dass das vielleicht ein bisschen mit Grey zu tun hat, dass sie gesagt hat, komm, ich mache mir mal die Haare ein bisschen anders, vielleicht ein bisschen, sie waren ja auch einfach zu lang, sie ist ja seitdem sie Vampir sind, die Haare nur so aus ihrem Kopf gesprießt, wie so ein, was weiß ich was, wie so ein Wasserfall. Deshalb hat sie gesagt, so, okay, komm, sie macht es sich einfach mal ein bisschen kürzer, dann kann sie es auch ein bisschen besser stylen, weil das lange hat sie halt auch ein bisschen genervt die ganze Zeit. Und unsere Emmy ist sehr glücklich, die ist so gut gelaunt wie noch nie, bin ich ganz ehrlich. Ich finde es einfach der Wahnsinn. Oder habe ich dir doch einen anderen Skin drauf geklatscht? Doch, ich habe ihr, glaube ich, doch einen Skin gemacht, aber auch einen ganz, ganz leichten. Aber irgendwie kriegen wir hier keine Polizisten mehr rein. Ich verstehe es einfach nicht. Dann gehen wir jetzt auf Patrouille, wenn du alle eingesperrt hast. Ich porte dich mal hoch, das sparen wir Zeit. Shiny Boy. Danke. Und dann machen wir halt einfach das, soweit es geht. Ich gucke dann nochmal, was ich tun kann, damit das besser wird. So, wo sind wir denn? Ah, wir sind in einem neuen Fitnessstudio. In der Sol Valley, würde ich jetzt mal so ganz spontan vermuten. Ja, wo ist denn was überhaupt passiert? Versuche dich einfach mal ganz vorsichtig vorzustellen, auch wenn es ein Promi ist und du Polizist bist. Sag, hallo, haben sie denn irgendwas Merkwürdiges gesehen? Richtig schön. Wie geil. Hat es funktioniert? Du bist voll energiegeladen, gell? Ich muss aufpassen, dass bei dir nichts schief läuft. Wo gehst du hin? Auf Toilette, okay. Ja. Ach Mann, so macht das gar keinen Spaß. 2 Stunden patrouillieren. Ja gut, 1 Stunde haben wir schon patrouilliert, ja immerhin etwas. Aber wir können einfach keine Leute vorladen, weil hier einfach nichts los ist. Hier ist tote Hose. Bis auf die 2 Leute ist hier einfach nichts los. Ist schon geil. Muss ich leider so sagen. Wen haben wir denn da? Die Cleo Weißhaupt. Jane, rufst du sie mal zu dir? Ich glaube, die Cleo ist schwanger. Stell dich mal respektvoll vor. So wie sie läuft, ist sie, glaube ich, schwanger. Hallo? Stopp, bitte. Mehr aus. Kannst du bitte stehen bleiben? Danke, Cleo. Tut mir leid, aber ich musste sie gerade einmal stehen lassen. Ja, sie ist schwanger. Definitiv. Shiny Boy, auf jetzt. Sag mal, hallo Cleo, wie geht's dir denn? Fühlst du dich sicher? Hast du irgendwas Komisches gesehen gehabt? Jetzt müssen wir 2 Vorladungen aussprechen. Ja, wie denn, wenn sich keiner kloppt? Mal gucken, vielleicht können wir sie ja doch verhören. Wir machen auf jeden Fall jetzt mal die Fotos. Und vielleicht besetzen wir auch einfach den Empfang mal für ein paar Minuten. Hat's geklappt? Sehr gut. Dann pack sie wieder in die Zelle bitte ein. Dann besetzen wir einfach mal den Empfang für so eine Stunde. Mal gucken, ob das vielleicht was bringt. Vielleicht kommen dann ein paar Leute, dass wir zumindest vielleicht von den Bürgern irgendwie was machen könnten. Wir gucken einfach mal. Also ich bin eigentlich immer sehr verschont geblieben von großen Bugs. Es gab ja das mit den Torten, zum Beispiel, dass die Sims andauernd Torten gebacken haben oder dass sie, wenn sie die Torten, also die Kerzen auf der Torte ausgepustet haben, dass die dann nicht älter geworden sind. Der einzigste, riesigste... Oh, das ist der Polizeipräsident. Ach, sag mal, hi Chef. Warum bist du nicht im Büro? Jetzt müssen wir wieder auf Patrouille gehen. Also, das wird irgendwie schwer, wenn ich das mal so sagen darf. Aber ich mache es so spannend wie möglich, so interessant wie möglich. So, hallo, was ist denn hier passiert? Hallo Pia, hallo Florian, was ist jetzt hier passiert?
Gute Noten. Wow, die sind schon wieder Einzeloberschüler. Und wer ist hier? Die Emmy Snow. Voll cool. Ist hier irgendwas passiert? Kannst du dich bei beiden mal freundlich vorstellen? Sag, hallo, ich bin Shane, der Polizist vor Ort. Wenn irgendwas ist... Oh, jetzt fehlt ihm ein Fuß. Okay, das kommt vom Mod, den ich da drin habe. Wegen der Größe. Wir ignorieren das jetzt mal. Wenn das nochmal jetzt anhält, schmeiße ich den, glaube ich, doch wieder raus, den Mod. Und... Oh, ich glaube, jetzt wird gezofft, oder? Zofft ihr euch? Sie ist auf jeden Fall... Hier haben Kinder Riesenhunger. Aber das sind nicht unsere Kinder, wir haben kein Neugeborenes. Ich will eine Vorladung aussprechen. Leute, zofft euch doch bitte. Leider keinen auf die Wache sagen hier, du kriegst eine Vorladung. Leider. Wen haben wir hier? Kann man auch nichts machen. Gut, wir müssen die Zeit einfach... Wir müssen auf die Polizeiwache zurückkehren. Dann machen wir das doch. So, jetzt haben wir noch eine Stunde und dieser Tag war einfach wow. Und wir können einfach mal hier dann weitermachen. Wir sollen Verbrecher an der Erfassungsstation durchsuchen. Vielleicht kriegen wir das ja noch ein bisschen hin. Gut. Dann machen wir doch direkt weiter. Fingerabdrücke von ihr nehmen, Shane. Was ist hier? Aus nächster Nähe. Leider ist Hygiene kein Grund. Ja, weil irgendeiner ein bisschen stinky-stinky macht. Wir haben die Schichtband. Wow, wir haben $1.077 verdient, Simoleons verdient und haben einen Urlaubstag bekommen. Ja, mega cool. Mega, mega, mega cool. Schreiben, weiterschreiben. Genau. Die Emmy hat an einem Buch geschrieben. Ich habe ihr nämlich gesagt, hier, schreib doch mal ein neues Buch, als wir so ein bisschen hier was gemacht haben. Die ist auch die ganze Zeit hier in ihrem Schlafanzug unterwegs. Gut, es gibt so Phasen, da hat man das. In Love with an Alien habe ich das jetzt genannt. Das ist ein Liebesroman, der handelt von einem Menschen, einem Vampir, von einem Alien, Entschuldigung, Sitz. Und wie die sich halt kennenlernen, was das für Hürden birgt. So was halt, darum geht es halt so grob. Dann schreib du da mal weiter. Die beiden sind in ihren Kursen und sind total müde. Und du, kleine Mausi, bist auf Toilette. Klappt's, mein Schatz? Wie lange hast denn du eigentlich noch? Ah, du hast hier noch, okay, gut. Wie gesagt, ich werde die Raven wahrscheinlich eher altern lassen, sobald dann ja ihre Fähigkeiten voll sind. Vielleicht so eine Woche früher. Irgendwo vielleicht hier, vielleicht nach dem Gruselfest, vielleicht, dann können wir sie noch so als kleine Hexe durch die Gegend watschen sehen. Ich habe den Kids jetzt hier ihre Ferien also nicht ihre Ferien, sondern ihren Schultag habe ich ihnen jetzt als Ereignis da eingetragen. Jo, Shane, klappt's bei dir? Du bist am Saubermachen wie eine Wilde. Ich hoffe, du bist nicht wie bei Sandra, mein Selfsim, der nur am Aufräumen ist, der gar nichts anderes kennt. Schenk mal ein, dann können wir uns was zu trinken nehmen. Ne, April? Dann trink mal ein Glas. Unser Gärtner ist noch da, sehr cool. Ja, Shane, mit deiner Arbeit, das werden wir auf jeden Fall versuchen. Oh, die kleine Mausi hat gepüpst. Gepüpst, piept hat sie. Wie sehen denn deine Werte überhaupt aus, kleiner Schatz? Töpfchen muss nur ein bisschen mal in Kommunikation. Haben wir nicht hier unten so ein Teddy? Habe ich nicht so einen hier hingestellt? Nein, hatte ich nicht. Oh mein Gott. Man sieht sowas von, dass das Geschwister irgendwie sind. Ist das nicht der Hammer?
Ich finde es einfach nur mega cool. Einfach nur cool. So, Süße. Schau mal, hier ist die Kleine oder der Kleine hier ist der Nougat. Guck mal, kannst ein bisschen brabbeln mit dem kleinen Mann. Dann kannst du deine Kommunikation ein bisschen stärken. Shane geht jetzt duschen. Ups, das war meine Maus, Entschuldigung. Die beiden Teenies sind in ihren Kursen. Ich bin mal gespannt, wie es da war. Schule gucken wir da mal gleich rein, was sie für Moodlets haben. Klappt's bei dir, meine Süße, mit dir abzuhängen? Wollen wir das vielleicht noch mit reinnehmen? Ja, komm, wir nehmen das mit rein. Wir gucken mal, wen wir mitnehmen können. Wir nehmen die Destiny mit. Das ist ja unsere Vampirfreundin. Sollen wir den Aiden noch mitnehmen? Wo ist die Ellie? Ellie? Ihr kokelt, ihr beiden. Kommt mal ganz schnell hierher. Ich finde, sie sieht so süß aus mit ihrem Röckchen. Ja, du musst den Schirm aufpacken. Und die Emmy brutzelt nett. Auf. Phoenix. Gaba, Pomeray, Guas, Confulibo. Pack doch deinen Schirm aus. Phoenix. Ah ja, komm, dann machen wir hier mal Musik an. Was machen wir denn für... Sollen wir Batu anmachen? Finde ich so lustig, dass dieses Lied jetzt im Radio läuft. Habe ich die Radiolieder da mal mit reingemacht, dass man die so hören kann? Ja, dann tanzen wir ein bisschen. Ellie kommt auch. Können wir einen Tanz in der Runde machen? Können wir das machen? Nö, ich glaube nicht. Aber sie haben auf jeden Fall Spaß. Ist doch schon mal gut. Vielleicht hat die Emmy das auch gebraucht. Wie sie da tanzen. Voll süß. Aber sie haben Spaß. Also warum nicht? Ich finde es einfach nur so krass. Guck mal, hier oben haben sie einen riesen Tisch. Das ist ja auch cool gemacht. Können sie denn da hochgehen? Naja. Die Folge ist absolut nicht so gelaufen, wie ich es wollte. Ich bin sehr hin und her gerissen, ob ich dem Shane den Job erstmal kündigen soll und neu machen soll, ob das sich vielleicht dann dadurch irgendwie resettet. Ich weiß ja, dass er Level 6 war, heißt, ich könnte ihn im Notfall einfach so weit hoch pushen. Und einen Fall haben wir ja dann in dem Sinn schon. Ich weiß halt nicht, woran es liegt. Ich werde auf jeden Fall mein Ding da machen und wie die Emmy da ihre Arme durch die Gegend schleudert, finde ich sehr lustig. Und ich glaube, so wie die hier gerade Spaß haben, die vier, ein richtig schöner Mädelsabend. Der Aiden ist leider nicht da. Mit dem super hübschen Mädelsabend verabschiede ich mich jetzt von dir. Ich hoffe trotzdem, dass dir die Folge gefallen hat, auch wenn sie jetzt nicht so und war, wie ich sie mir vielleicht vorgestellt habe. Aber ich finde, die Mädels hatten Spaß. Wir sind mit dem Shane trotzdem ein bisschen vorangekommen. Und ich werde da mir ja was einfallen lassen, dass das funktioniert. Wann und wie, weiß ich nicht, sobald ich es irgendwie hingekriegt habe, dass es funktioniert, eins zusammen hintereinander mit ihm auf die Arbeit zu gehen. Aktiv werde ich dich dann wieder aktiv dann mitnehmen. Oh, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab und hat uns ihre Moves präsentiert. Okay, dann hab noch einen wunderschönen Tag. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit einschaltest. Und wir sehen uns dann. Bis dann. Tschüss.